Guten Morgen und vor allen Dingen einen wunderschönen Muttertag an alle Mamas unter euch, gell? Herzlich willkommen, ihr Lieben. Mami ist auch gleich da. Mami holt noch schnell was. Und ganz kurz, weil ihr wisst, ich muss erstmal checken, ob ich euch hier sehen kann, weil ihr wisst ja, ich sehe ja hier nichts. Ne? Ich sehe ja nur die Rückseite von der Kamera. Also ganz kurz, ich checke, ob das jetzt auch wirklich klappt. Ich wirklich da bin, ich schaue gerade, ah hier, Live-Thai-Reis mit Ananas, okay. Ananas, Moment, okay. Ich mache hier den Ton, super, es klappt. Ich schaue gerade, wie ist Ton für euch? Ist der Ton in Ordnung? Und Bild auch? Sag mir Bescheid, gell? Ich gucke gerade. Genau, und ihr müsst auch noch wissen, ich sehe das hier immer ein bisschen zeitversetzt. Ne? Also das hier ist immer ein bisschen später. Ist Bildausschnitt für euch okay? Ist es nah genug für euch? Bin ich hübsch? Nein, Quatsch. Ich gucke, ob ich euch schon sehen kann. Wer ist denn schon alles da? Marina, guten Morgen, liebe Marina. Ja, ich wünsche uns allen einen sonnigen Tag und viel Freude auch an dich, liebe Marina. Lumbrio, Svadika, Arun Sovat. Guten Morgen, Lumbrio. Ob Sektor, Circle of Trust oder Community, total egal, Leute. Name ist nur Verpackung. Was zählt, ist der Inhalt. Der Reiskoch, guten Morgen. Guten Morgen, herzlich willkommen. Ton ist super, sagt Reiskoch. Bild und Ton ist super, sagt Lumbrio. Marina sagt auch alles super. Oh, das freut mich, Leute. Dankeschön. Ihr wisst ja, die Technik muss stimmen, damit ihr viel Freude habt, gell? Gabi, guten Morgen, liebe Gabi. So schön, dass du dabei bist. Oh, Ragnar ist auch da. Guten Morgen und liebe Grüße an die Sekte und alle Mamis auf der Welt. Und natürlich Mo und VIP-Mami. Sag mal, wo merkst du VIP-Mami? Sadika. Guten Morgen allen. Janis ist auch da. Guten Morgen, Janis. Ich singe Janis Eisschweinchen. Liebling und Mäh. Janis, du weißt, Mami liebt Eisschweinchen. Rina, guten Morgen, Princess of Darkness, Nong Rina. Komm mal, du. Guten Morgen. So schön, dass du dabei bist, Rina. Ja. Lulu, Nong Lulu, guten Morgen, Nong Lulu. Andi, Sovadika. Herzlich willkommen, Andi. Cool, dass du es geschafft hast. Andi Bob, Bild top, so I mag. Danke. Holger, guten Morgen, Holger Pin. Hier, Holger Pin, die Pinkenburg Bros. Die Pinken Bros. Holger, und wo ist dein Bruder? Ist Rüdiger schon da? Holger, Rüdiger, ich habe einen Pinon genommen. Du hast mir jeden Mal gesagt, was anderes habe ich vergessen, habe ich nie vergessen. Leute, ich wiederhole mich immer. Ich erzähle Sachen manchmal doppelt und dreifach. Der Ragnar sagt auch immer, was soll das? Ich weiß nicht, was das ist. Mami sagt auch, ich erzähle manchmal. Also nur damit müsst ihr leben. In einem Jahr habe ich Heuschnupfen. Oh, wie lange ich weg. Ja. Ist WLAN bei euch noch da? Komm zurück. Leute, das ist hier WLAN aus der Pfalz, ne? Ihr wisst Bescheid. Rüdiger ist auch da. Herzlich willkommen, Rüdiger. Svadika. Die Pinken Bros sind am Start. Sebastian Stahl, Grüße aus Hamburg, Grüße aus der Pfalz. Kater und Felix, hallo, ihr süßen, schönen Muttertag. Dankeschön, ihr Lieben. Schönen Muttertagssonntag auch an euch. Peri, hallo liebe Mo und Mami, hallo. Lumbrio Bock, Mami, alles Gute zum Muttertag. Kropkunka. Rüdiger auch, hallo Mami, ich wünsche dir einen schönen Muttertag. Danke. Kropkunka. Oliver Munk, guten Morgen, guten Morgen.
Guten Morgen. Crispy, auch guten Morgen, ihr Sawadee Lieben. Chauka, Arun Sawad. Danke schön, dass ihr da seid. Gell? Ich glaube, einige schaffen es nicht. Sigrid, Sigrid und Uta sind leider nicht da. Auch Britta schafft es leider nicht, habe ich gesehen. Das ist schade, gell? Weil die Uhrzeit hat nicht so gepasst. Aber ich habe schon gesagt, für die Zukunft schaue ich, dass ich dann auch mal eine andere Uhrzeit mache. Wie zum Beispiel, gell? Damit die anderen dann auch die Möglichkeit haben, live dabei sein zu können. Ne? Mhm. Auch DJ Goldfader, ihr wisst ja, da kann, glaube ich, auch immer nur sonntagabends. Wenn ihr mögt, schreibt auf jeden Fall, welche Uhrzeit sonst noch für euch okay ist. Mhm. Gell? 17 Uhr oder 19 Uhr, dann kann ich das nämlich so einrichten in Zukunft, damit es nicht immer nur 11 Uhr ist. Gell? Manchmal noch schlafen oder der Mann mal schon weg. Ja, eben, weil ich glaube, Dominik ist ja auch sonntagmorgens oft noch unterwegs. Dominik geht dann mit seinem Hund noch spazieren. Bin gespannt, ob Dominik noch dazu kommt. Aber an dieser Stelle erstmal Dankeschön an alle von euch, die jetzt überhaupt dabei sind an diesem wunderschönen Muttertagssonntag. Guck mal bitte, wie hübsch Mami aussieht. Ja, du auch. Oder? Aber Mami sieht aus wie eine Fee, wie eine Frühlingsfee. Guck doch, guck, hier goldig mit links und rechts. Wie kleine Öhrchen. Gell? Süß, Mami. So, Leute, darf ich fragen, wer von euch kocht alles mit? Ah, Holger fragt, wo hast du denn Saparot her? Kommen gleich, wenn man soll. Ne? Bei uns, es kommt manchmal bei Hit, ne, kann man sagen. Aha, kann man sagen, ja. Die Namen dann? Ja. Oder Audi. Ja. Oder man gucken. Aber ich habe es ja super, super bekommen vom Audi. Wie viele Wochen? 2 oder 3 Wochen war. Ja. Das ist super Luxus. Wo wir das letzte Mal gekocht haben, ne? Das auch andere, aber nochmal. Ja. Die sind ganz golden. So golden Ananas. Ja, genau. Und das war so richtig saftig wie Honig, gell? Kann ich nicht erklären, was wirklich Glücks. Wenn man andere Geschäfte ist, kostet es viel, viel Geld. Ja. Und zum Glück habe ich immer 3 Stück genommen. Ja, ja. Also ich hoffe, dass ihr... Ich hoffe, das ist gut, gell? Ja, wir sind gespannt. Man weiß es nie vorher, gell? Ja. Aber es gibt einen Trick. Mami zeigt den Trick. Das vielleicht kennt, also falls jemand es noch nicht kennt, woher weiß man, ob die Ananas schon reif ist, wenn man es kauft? Dann könnt ihr oben an so einem Blatt ziehen, ne? Am Kopf. Wenn das Blatt abgeht, dann ist es reif und kriegst du. Ja. Ne? Ja. Gell, falls es jemand noch nicht weiß. Und dann, wenn man kauft, man muss lag zu Hause 2, 3 Tage, dann kann man essen. Aha. Am besten. Okay. Wenn man kauft, sofort am Tag. Okay, also zu Hause nochmal 2, 3 Tage stehen lassen. Mhm. Und ich weiß, Mami, warum du 2 Ananas geholt hast. Nur lue mir immer so an. Wieso? Falls ich jetzt gleich das eine... Drei hat Mami gekauft. Mami hat gekauft, denn falls ich das eine kaputt mache. Schaba, mal hängen zu. Hab immer, lernt Morina, alles muss immer doppelt kaufen. Sicherheitshalber. Ja, sicherheitshalber. Wenn es warten, ich habe noch... wie sagt man das? Reservoir. Ja, das heißt es Reservoir? Nee, das heißt nicht Reservoir. Reserve. Ja. So, Leute, wer von euch kocht denn mit? Ja, sag mal. Rina, oh, die Mami ist so süß. Nicole ist danke, auch Rina, da. Danke, Rina, ich bin ist kurz vor dir, von Morena. Dann dich weitergeleitet. Roter Blitz, Gruß aus der Pfalz, Grüße zurück aus der Weinstraße. Ajo. Zum Wohl, die Pfalz. Gell? Kunschom. Wow, Morgenkuss. Kunschorn. Kunschorn, wow, Morgenkuss. Kunschorn. Kunschorn. Nicole Mantondo. Guten Morgen an alle. Einen schönen Sonntag. Liebe Mami, alles Gute zum Muttertag. Und alles Liebe, Mo, ich freue mich, euch wieder live zu sehen. Wir freuen uns auch auf dich, liebe Nicole. So, seid ihr, was ist da los? Ich muss noch kurz lesen. Kata und Felix kochen mit. Okay. Lumbrio kocht auch mit. Okay. Was hier noch? Okay, genau, Mami hat immer Plan B. Der Reiskoch kocht auch mit.
Alles klar, Leute, dann würde ich sagen, legen wir los. Yeah. Und ihr wisst Bescheid, gebt uns einen Daumen nach oben, wenn ihr noch nicht gegeben habt. Genau. Mit einem Daumen nach oben, unterstützt ihr. Mit einem Daumen nach oben unterstützt ihr diesen Livestream hier, gell? Und ja, das würde uns natürlich von ganzem Herzen freuen, wenn ihr mögt, wenn es euch gefällt. Ja. Zum Beispiel, ich habe mit Kaffee gegessen. Und ganze Nacht kann ich nicht schlafen. Ja. Aber trotzdem, Show muss go on. Mami muss stark zu Hause. Mami hat heute Nacht so gut wie gar nicht geschlafen, Leute. Wir haben gestern so Süßigkeiten gegessen. Mit und da war Koffein drin, gell? Und ich habe auch gemerkt, irgendwie habe ich nicht so gut geschlafen. Aber Mami ist noch empfindlicher als ich. Total. Und war die ganze Nacht wach. Dann sind wir heute Morgen aufgestanden, haben uns angeguckt und hatten beide so geschwollene Baby-Schildkröte-Augen, gell? Ja. Also nachher ist Mami bestimmt tot. Weil bin ich noch stark. Jetzt noch. Aber nachher muss Mami bestimmt schlafen. Was für Schaube. Hier, Holger hat geschrieben, ich stelle mich auch gleich zum Jub-Jub bekommen. Gut, mag ich gerne. Gut, Jan, gut. Henry Kaiser, hallo ihr lieben Grüße aus Nürnberg. Hallo. Danke schön, Rina, für dein Däumchen. Alina Edinger, hallo aus Koblenz. Hallo. Dann würde ich sagen, Leute, geht's los. Okay. Gell? Habt ihr alle Zutaten schon da? Hoffe, ihr habt alle Zutaten da. Ihr wisst, Reis habt ihr hoffentlich aufgepasst und schon gestern vorgekocht, gell? Für gebratene Reisgerichte, egal welches, immer einen Tag vorher kochen und dann abkühlen lassen. Ja. Und wenn nicht, morgen muss sofort unbedingt kochen und danach rausstellen. Ja, damit der Reis abkühlen kann. Im Kühlschrank lagern. Ja, ihr könnt es dann im Kühlschrank tun, damit der Reis kalt wird, weil wenn der Reis vorgekocht ist und abgekühlt ist, dann ist der so fluffy, behält seine Form. Ja. Weil wenn ihr frischen Reis nehmt, dann wird das so matschig, dann klebt es aneinander und dann ist es nicht mehr Mund schmeckt, Augen schmeckt. Genau. Der Reis ist von vorgestern. Vorbildlich. Super, sehr, sehr gut. Peter, hallo aus Mannheim. Oh, hallo, zurück nach Mannheim. So, Leute, seid ihr bereit? Wollen wir loslegen? Schon lange habe ich nicht Mannheim besucht. Stimmt, wir waren schon lange nicht mehr in Mannheim, gell? Okay. Guck mal, Leute, ich glaube, Verena ist auch gar nicht da heute. Verena? Verena ist bestimmt bei ihrer Mama. Also, heute ist doch Muttertag. Grüße zu Verena und ihrer Mutti. Ganz genau. Alles gute Muttertag, gell? Ja. Dankeschön, Verena, dass du an mich gedacht hast, gell? So, Leute, ich gucke noch kurz. Ivonka, hallo aus Landshut. Ich sitze mit den Kindern vor dem Livestream und wir freuen uns. So schön. So schön, sogar noch mit den Kindern. Super, Kindern mit. Ja. Das mag Spaß dann, gell? Ja, aber da müssen wir am brav sein. Wenn Kinder mit dabei sind, dürfen wir nicht zu frech sein. Gell? Leute, ich fange erstmal an. Und zwar hier mit Schinken. Habt ihr Schinken? Ihr könnt es auch vegetarisch machen, ne? Normalerweise kommen dann Schinken und Garnelen, aber Mami und ich machen heute ohne Garnelen, weil wir haben schon gestern Garnelen gegessen, deswegen heute ohne Garnelen, das geht auch. Wenn jemand kein Garnelen mag, keine Meeresfrüchte, lasst es weg. Hähnchen nehmen. Hühnchen geht auch, genau. Hühnchenfilet. Ich habe jetzt hier noch Schinken. Wenn ihr vegetarisch wollt, dann lasst ihr auch Schinken weg. Ich schneide jetzt meinen Schinken erstmal in viereckige Stücke oder in Würfeln. Okay? Ihr auch? Habt ihr die Zutaten hoffentlich schon bereitgelegt? Ja, habt ihr? Und dann machen wir gleich als nächstes die Ananas ready. Und zwar ist dieses Rezept hier, Leute, Kaupatzabrot. Das ist ein Rezept, das wurde ursprünglich, früher wurde das eigentlich von den Chinesen erfunden.
Die Chinesen, die in Thailand, die nach Thailand ausgewandert sind, haben irgendwann festgestellt, Thailänder essen gerne Früchte, auch mit Reis. Es gibt ja in Thailand verschiedene Gerichte, wo man zum Beispiel Mango mit Reis isst oder Wassermelone mit salzigem Fisch. Also in Thailand werden oft Früchte... Aha, Elvis, ihr habt schon einfach was. Ich habe gerade gelesen. Aber schön auch schon eine Birmoline schauen. Ja, seht ihr von hier. Rina, erwischt, ihr habt schon die Zutaten vorher aufgegessen. Ja? Rina, du kennst uns sehr gut. Auf jeden Fall, Leute, wollte ich sagen, in Thailand ist es oft so, dass wir süße oder saure Früchte mit herzhaften Gerichten mischen. Und kam dann auf die Idee wohl, dass man was typisch Thai-Style ist, mit Ananas mischt. Dieses Gericht, dieses Rezept, ne, was wir hier mit Mami machen, ist ein Originalrezept von früher, gell? Ja, so von den ganzen Zutaten her. Und ihr könnt das natürlich immer ein bisschen abwandeln, wie ihr mögt. Das bleibt euch immer offen, gell? Ja. Zum Beispiel ist manchmal eine lokal typisch, damals ist Thai lokal und berühmt in Bangkok. Ja. Hat immer Ananasreis mit Cognac. Stimmt. Das war wie das Rezept hier nur mit Cognac. Gell? Und da musste man aufpassen. Vor allem Mami musste ganz arg aufpassen. Ja, schlimm. Und, aber wie gesagt, Leute, ihr dürft es immer ein bisschen abwandeln. Also ihr könnt Mais reinmachen, Erbsen, Rosinen weglassen, mehr Chilis, weniger Chilis. Ihr wisst, ne, das erlauben wir euch alles. Wir zeigen euch einfach so, wie das quasi das Originalrezept ist. Ich muss sagen, hier kennen Sie alles, gell? Das ist Esther war gekommen in Deutschland. Kennt ihr das? Diesen Morgen, den habe ich gekauft, muss eine Probe machen. Manchmal funktioniert, manchmal nicht. Aber die neue kommt besser, wahrscheinlich starker Stil oder was. Wie ne? wir, Mami, manchmal funktionieren, manchmal nicht. Wie bei uns Menschen. Yeah. Ja, manchmal funktionieren wir, ich manchmal bei dir nicht. Bei mir funktioniert oft nicht. Ja. Leute, wir fangen jetzt an, die Ananas ready zu machen. Madam Laya. Ich möchte zeigen, wie diese Ding. Ach so, Mami möchte mit diesem Ding. Guck mal, Leute, ich hole gleich die Kamera nah hierher. Dann seht ihr, wie wir die Ananas ready machen. Weiß ich schon einfach. Ach so, okay. Cheaper. Okay, komm mal, Okay. Bei mir ist einfach schnell. Und zwar, ihr habt ja im Video gesehen, in dem Rezeptvideo, wie Mami die Ananas ausgehöhlt hat. Ne? Und dann haben einige von euch mir geschrieben, das hat bei mir nicht so gut geklappt. Oder ich hatte nicht so ein feines, kleines Messerchen gehabt. Kein Problem, Leute, ich zeige euch meine grob schlechtige Mo-Methode. Das klappt. Hoffentlich. Ja, zeige ich euch. Ich möchte zeigen, wie früher wie die Thai machen. Ja. Ja, genau. Und hast special Messer. Leute, ich hole kurz Handy her. Entschuldigung. Entschuldigung, Leute, wenn es kurz wackelt, ja? Ich komme. Dann gebe ich Mami die Kamera. Mami ist jetzt Kamerafrau, Leute, weil dann seht ihr, wie wir jetzt die Ananas einfach zubereiten können. Mami, ich hoffe, ich kriege das wieder hin und dass ich mich jetzt nicht blamiere. Und zwar ganz wichtig. Hallo, ihr Liebe. Eine kommen. Hör mal an, da. Guck mal, ganz wichtig, damit es schön wird, ne? Ihr fangt an, von hier oben, von der Kopfkrone, runter zu schneiden. Okay, weil mit Kopf sieht es schöner aus. Man kann auch ohne Kopf, aber dann ist es nicht hundertprozentig Tamtam. Ja. Also wenn ihr Tamtam mögt, mit Krone. Wer sagt, ich brauche nicht Tamtam, geht auch ohne. Okay? Ich habe Trick. Cool. Immer mit Kopf. Du hast gesagt, anfassen deine Finger.
Haben gesagt, komm lieber. Ich weiß das nicht, du hast gesagt, so werde du kannst. Und jetzt frag mich. So. Oho. Leute, seht ihr das? Bis hier unten. Tam-tam. Good, again. Nochmal. Ja. Macht ihr mit, die mitkochen? So, dann hier nochmal rein mit dem Messer. Tam-tam. Seht ihr das? Ich trenne hier oben noch. So, jetzt. Seht ihr das? Wow, 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 wow. Mhm. Saprot. Saprot ist Ananas auf Thailändisch. Und auf Deutsch gibt es doch auch, sagt man auf Deutsch nicht auch irgendwas? Da gibt es auf Deutsch doch einen Spruch, wo man sagt Saprot. Okay. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt doch auf Deutsch so einen Satz. So, jetzt habt ihr die beiden Ananashälften mit der Krone hier. Gell? Das sieht man alles. So, und jetzt, Leute, kommt meine einfache Methode. Wenn ihr also nicht diese kleinen Messer habt, ne, wie wir das euch im Rezeptvideo gezeigt haben, dann nehmt ihr jetzt ein normales Messer. Aber da aufpassen, Leute, ne, wenn ihr mit dem Messer handelt, ich muss auch aufpassen. Das war ja so, also, aufpassen mit Fingern. Ja, und zwar, ich mache jetzt so, pass auf. Ich mache hier, ich setze hier an und schneide. Und beim Schneiden, pass auf, dass ihr nicht hier durchschneidet, dass ihr die Ananas nicht kaputt macht. Okay, ihr setzt das Messer an und dann merkt ihr schon hier unten, wenn ihr zum Boden kommt, da hört ihr auf. Dann mache ich hier noch eine Linie. Hier noch eine. Und hier noch eine. Aber wie gesagt, aufpassen. Ihr merkt es, wenn ihr am Boden angelangt seid, dann hört ihr auf. So, habt ihr gesehen? Habt diese vier Linien. Und jetzt mache ich, genau, jetzt schneide ich hier am Rand die nächste Linie und hier oben. Auch hier aufpassen, dass ihr nicht zu tief die Ananas schneidet und die Ananas nicht kaputt macht, okay? Ich spreche aus Erfahrung. So, und die letzte Linie kommt dann hier unten. Aber wie gesagt, aufpasse. So. Und dann schneide ich hier in der Mitte noch eine Linie. Macht ihr das auch, die mitkochen? Wisst ihr, was ich meine? Dann habt ihr quasi hier wie so einzelne Räume, ne, die ihr ausgeschnitten habt. Und jetzt, ja, was jetzt? Jetzt versuche ich mit dem Löffel die Ananasstücke rauszuholen. Ich nehme hier die Rückseite. Wie heißt denn der Griff? Der Griff vom Löffel. Dann hole ich das hier so raus. Ihr könnt das auch mit dem Messer machen. Nur unser Messer ist ziemlich scharf. Da habe ich ein bisschen Angst, aber ich probiere. Seht ihr, das Messer ist voll scharf. So. Dann holt ihr so die Ananasstücke raus. Seht ihr das? Super. Bravo, Morinas. So. Das ist die Easy-Peasy-Methode, Leute. Ne? So, hier diese Seite. Seid ihr, macht ihr mit? Danke an euch. Ich möchte einen Zoom-Teilkochkurs. Weil das wäre, glaube ich, nämlich perfekt für alle von euch, die wirklich sich auf dieses, die wirklich, ja, sag ich mal, so richtig real-mäßig Kochkurs
mit mir, mit uns machen möchten. Weil das Beste bei Zoom-Kochkurs ist, ich kann euch sehen. Ich kann sehen, was ihr macht. Wir sind dann quasi direkt auf Augenhöhe und können uns eins zu eins austauschen. Weil so sehe ich euch nicht und kann euch gegebenenfalls nicht wirklich, also nicht so gut helfen, wie wenn ich euch direkt sehe. Wisst ihr, was ich meine? Und beim Zoom-Kochkurs sind wir quasi in einem richtigen Kochkurs, nur halt eben per Zoom. Hättet ihr Lust, sagt Bescheid. Ich mach's auch nicht teuer. Special price for you, my friend. So, dann könnt ihr mit dem Löffel, guck mal, dann grabt ihr die Ananas so aus. Ihr macht dann quasi das Innenleben der Ananas sauber. Es ist not promotion side. Warte, ich hol kurz einen Becher. Ja. Warte. So. Schön. Könnt ihr das gut sehen? Doch. Genau, wenn hier noch Saft ist, gell? Dann gießt ihr Saft weg, damit es dann nicht zu feucht wird nachher. Guck! Oh. Ninge! Jemand gerade sagt, man ist dabei in deinem Kochkurs. Wer hat das gesagt? Ich kann nicht den Namen, aber. Rüdiger in der Obstklinik OP ruft Dr. Mo. Oh, Rüdiger. Sehr gut. Super. Dr. Mo in der Obstklinik. Oh, und Holger, Sappalot ist ein Ausdruck von Verwunderung. Passiert man aber auch Sappalot, kriegst du irgendwo hoch. Die mag man. Thema. Sappalot, sehr cool. Lumbria sagt, wer dabei im Kochkurs. Roter Blitz sagt auch, Kochkurs wäre super. Leute, das machen wir. Ich sag euch dann bald Bescheid. Das geht dann per Zoom. So, wenn ihr die Ananas ausgehört habt, guck mal, dann haben wir hier unsere Ananasstücke, ne? Sie muss man anmelden. Dann das Special Price noch. Genau. Und später wird es teuer. Stiegen, ja. Ne? Leute, guck mal hier, da bei den Ananasstücken, da schneidet ihr wie ein Part in der Mitte von der Ananas, was hart ist, heißt es Gan. Wisst ihr, was ich meine? Dieses härtere Stück, das schneidet ihr weg. Und dann schneidet ihr die Ananas in kleinere Stücke. Nicht zu klein, aber auch nicht zu groß. Weil wenn ihr es zu klein schneidet, dann wird die Ananas später, macht die den Reis matschig. Und deswegen bloß nicht zu klein schneiden. Habt ihr die Ananas-OP gut hinbekommen? Finde ich sehr gut, Rüdiger. Dr. Mo, kann ich mich identifizieren? In Teilsendung, in einer Fangroup sagt Morena sehr Mo. Nicht Dr. Mo. Ja, dann brauche ich aber sehr Mo. Sehr Mo bedeutet, sie immer, muss immer besaren. Leiche chinesische Mann. Aber sehr Mo ist leiche chinesische Frau. Also, weil das ist eine Zuschauerin. Das sage ich immer sehr. Eine Zuschauerin von unserem Teilkanal, Leute, nennt mich Sia Mo. Ne? Sia ist ein reicher Mann oder eine reiche Frau, weil meine Mama immer sagt, dass ich alles für meine Mama bezahlen muss. Mami sagt immer, ich bin ihr Sponsor. Ja. So, Leute, habt ihr Ananas geschnitten? Nur doch Hand, ich glaube aber nicht. Nee, kann du eine. Na, okay, look dir gepaar, ne? Guck, und das Gleiche macht ihr dann natürlich auch. Mit der zweiten Ananas. Das mache ich jetzt nicht, damit wir die Zeit sparen. Genau. Aber ihr wisst Bescheid, gell? Macht ihr mit der anderen Hälfte genauso? Das sei für Poppen, glaubt man. Nein, das meine nicht wärmer. Ach so, warte. In Ordnung, ich bringe zurück. Ja, Moment. Ja, ich bringe Ananas zurück. Komm gleich. So. Und mehr Zeit durch die Jungen, mehr selber. Ja, da, ich bin wieder hinter der Kamera. Genau, mit Zoom Live Kochkurs sage ich euch dann auf jeden Fall bald alle Infos, gell?
check das aus und dann können wir das bald machen. Weil, wie gesagt, es wäre perfekt für alle, die wirklich Lust haben, so richtig kochkursmäßig das Ganze zu lernen. Ich fände es total toll, euch zu sehen und euch quasi dann auch am, ja, quasi mit euch eins zu eins zu kochen. Ja, wie gesagt, Promotion Zeit. Leute, jetzt ist Mami dran. Weil ich, der hat mir gesagt, wie ich vom Fernseher her, der Mami Chipkoch. So, ich glaube, Mami schneidet den Kopf weg. Mario, herzlich willkommen, Mario. Einen schönen Muttertag an die Damen. Und dann hat er gesagt, hoffentlich, es funktioniert. Schon lange habe ich nicht benutzt. An die Dr. Mo mit Live-Operation bin dabei. Sehr gut, Andi. Das möchte ich hören. Das ist nicht so einfach. Ich habe nur Tränen. Jetzt ist Mami am Operieren. So. Hoffentlich. Weil, wie gesagt, diese funktioniert nicht so gut, dann habe ich immer nie mehr gemacht. Ja. Ich möchte euch zeigen. Was schlägt die Qualität der Mama? Dann die Firma ärgert sich. Nicole, bei Mo und Mami sind wir heute in Thailand. Es gefällt mir sehr. Dankeschön, liebe Nicole. Michael ist auch da. Michael, so schön, dass du da bist. Ganz liebe Grüße an dich und deine Lady, Michael, gell? Mut ganz tief, ja, aber ich. Ich glaube, es nicht so gut. Mit einem Napf drin. Hat er bei. Hab gedacht, der Mann ist, helft mir Kraft, aber dann wie Mutterteil. Statt zu helfen, gell, macht es manchmal noch schwieriger. Okay, habe ich genug, aber normalerweise muss es tief sein. Ja? Aber muss es sein. Ja. Dann noch mal. Geht nicht so oben. Okay. Ja. Schluck damit. Ja. Und aus. Geht nicht aus. Wieso geht nicht aus? Also, Molina kann zurück, dann zeigen, dann kann man das nicht. Warte, klappt das oder klappt es nicht? Guck mal, Muskel schon kommen. Ich habe gelacht total, manchmal funktioniert. Und dann habe ich nie, wie gesagt, dann steht immer im Keller. Als Erinnerung. Genau, Rina, eine wilde Technik. Warte, ich mache die Kamera wieder fest. Aber Hauptsache ist ja, ihr habt gesehen, ne, wie ich gerade die Ananas platt gemacht habe. Am besten macht ihr das so, wie ich gemacht habe. Genau. Ne? Weil mit diesem Ding. Ihr seht ja, da muss man den Kopf wegschneiden und das ist schade, weil ich finde, mit Kopf sieht es nämlich schön aus. Ich möchte zeigen, wie sie kein Kopf nicht weg ist. Mach deine Ding. So. So. Glaubt nicht. Warte, warte. Aber das ist gut Übung von dem Muskel. So, muss laut nehmen. Ich nehme die Ananasstücke schon mal hier rein in die Schüssel. Die, die mitkochen, habt ihr die Ananas fertig operiert? Der Reiskoch sagt, die Anne macht es super mit der Ananas. Guck so mal. Schön! Anne, das freut mich. Guck mal, die Hälfte schon rausgegangen. Aber wie gesagt, und hier guck. Man muss so bis zum Ende den rausnehmen. Mhm. Aber wie gesagt, Köhlelei. Nongmo, sawadika. Nongmo. So schön, dass du da bist. Nongmo hatte diese Woche Klausuren gehabt, gell? Ende des Monats, glaube ich, dann nochmal mündliche. Und dann hat Nongmo endlich die Ausbildung hinter sich. Wir drücken dir fest die Daumen, Nongmo. Du rockst es. Das weiß ich. Ja. Schafft das. Rina, da braucht man ja Abitur für. Stimmt. Deswegen, Leute, macht meine Methode. Ihr habt gesehen, das ging schnell. Guck mal, wenn man so ist, links.
Aber wie gesagt, hat sie auch sehr Augen gesehen, gell? Ich lege meine Ananas kurz beiseite, weil wir braten gleich den Reis. Ich mag es nicht Reis. So, ich sage. Technik. Was ist das für eine Technik, dass der Kopf nicht weg ist? Wollt ihr Technik sehen, wie Mami jetzt den Kopf dran macht? Mami zeigt Technik. Sag Bescheid. Janis hat geschrieben, den Kopf von der Ananas könnte man einpflanzen. Vielleicht wächst dann bald Ananas in der Pfalz. Auch Hurbel backen. Ja, ich habe ja? Auch mal gemacht, aber wie gesagt, im Winter. Im Winter ist es dann gestorben. Ja. Also Janis hat ja auch hier, hat am genau. Pak Choi, hat Janis auch wieder den Kopf ins Wasser eingelegt, damit es wieder wächst, gell? Aber das ist, man braucht mehr Spezialist für Dungen und so, das geht mir weit. Also genau, bei der Ananas, ne, ist es im Winter schwierig, ja. Und dann bräuchte man, glaube ich, auch so Spezialdünger oder Spezialerde. Holger, hey Leute, 35 Zuschauer und nur 25 Däumchen, da geht noch mehr. Ganz genau, wie kann das sein? Wieso nur 25 Däumchen? Nein, Leute, wie gesagt, ich sage es euch ja immer, wenn ihr ein Däumchen gebt, dann soll das vom Herzen kommen, weil es euch Spaß macht, weil ihr eine gute Zeit habt, weil es euch inspiriert. Wie gesagt, ich kenne auch manchmal Leute, die gucken dann etwas, aber die geben nie einen Daumen hoch. Ich weiß nicht warum, ich gehe dann davon aus, ne, die haben halt ihren Grund. Aber wie gesagt, wenn ihr ein Däumchen gebt, dann auf jeden Fall, weil es vom Herzen kommt. Das ist das, was ich finde, was einfach am allerschönsten ist. Gell? Jeden hat Grund. So, Leute, dann gescheit, die Mutter hat Ananas. Molina sagt, denke Ananas. Mami sagt nein. Ananas muss das bitte nein. So, ich hole den Wok her. Ich muss ja Technik sein, niemand möchte nicht wissen. So. Also mag ich weiter. Mami ist beschäftigt mit ihrem Ananas. Ich mache jetzt hier schon mal die Hitze an, Leute. Die mitkochen, ihr wisst Bescheid. Lungbrio hat geschrieben, ja, das funktioniert gut. Kopf abschneiden, abtrocknen, in einem Topf mit Erde stecken, Plastik drüber, zubinden. Im Winter muss sie rein. Ich habe keinen Platz. Holger hat gesagt, das mit der Ananas habe ich auch schon mehrmals probiert, hat leider nicht geklappt. Ich habe geklappt, aber im Winter, wie gesagt. Rina, ja, aber die Däumchen ranken euch in den YouTube-Vorschlägen höher und das supportet euch. Das stimmt, Rina. Das ist ja auch wie bei Instagram oder bei allen Social Media, ne? Wenn ihr Leute supporten wollt, eure Lieblings-Content-Creator, dann könnt ihr das am besten tun, indem ihr ein Däumchen gebt, indem ihr liebe Kommentare da lasst. Damit könnt ihr die auf jeden Fall unterstützen. Aber wie gesagt, ich will nur ein Däumchen, wenn es wirklich vom Herzen kommt, gell? So, ich habe Butter rein, Leute, in die heiße Pfanne. Ihr auch. Und dann gebe ich Knoblauch hinein. Oh nein, ich habe vergessen, meinen Knoblauch klein zu hacken. Mache ich sofort. Ist er da? Hast du gehört? Also, dann muss... Jetzt, Leute, kommt Knoblauch hier in Butter hinein. Dann wird Knoblauch mit Butter kurz angebraten. Ich muss hier mal die Hitze checken, weil auch hier bei diesem Wok mit der Hitze ist Spinte. Nein, nicht Spinte, das ist normal. Ja, so, es ist normal, du musst immer kontrollieren die Feuer. Wie auch normale andere Wok. Genau, aber hier geht es ja dann manchmal aus. Ne? Elektrischen Ding, nein. Dann geht es aus und dann muss man es wieder anmachen. Nein, ist Gas auch. Kann ich mal den Mann bitten, man kommt ja. Ja, das ist normal, ich habe gesagt. Die Temperatur, man Kontrolle. So, Leute, Butter, Knoblauch, dann kommt als nächstes Karotten hinein.
Ich hol gleich die Kamera wieder her, okay? Aber erstmal muss ich braten. Seid ihr dabei, wie die mitkochen? Molinda, nur Elektro, der andere ist auch Elektro. Nee, ich koche Induktion. Ja, wenn ich habe ich immer normale mit dem Kohl. Mami hat früher immer mit einem, wie heißt das, Kohl? Ja. Heißt das Kohlherd? Ja, das muss auch schwerlich, das muss auch mehr Kontrolle in der Temperatur. So, Karotten ist drin, Leute. Dann könnt ihr, wenn ihr Garnelen habt, gebt ihr jetzt die Garnelen hinein. Ich überspringe die Garnelen und mache direkt weiter mit den Eiern. Ja. Ich nehme 2 Eier für 400 Gramm Reis. Habe ich schon gehabt. Und zwar, Leute, die Eier, wisst ihr Bescheid, ihr gebt die Eier in die heiße Pfanne und nicht sofort die Eier kaputt verrühren, sondern anstocken lassen. Gell? Nur die Eier ein bisschen verrühren, nur ein bisschen anstocken lassen. Ich hole die Kamera, dann seht ihr. So, die Kamera kommt. Ja, die Mutter gar nicht. Guck mal, komm, komm, komm. Mehr oder ist Schule. Ihr seht hier erstmal Mamis Trick, wenn man den Ananaskopf so abgeschnitten hat. Wie heißt das? Dann nimmt man Zahnstocher. Vom Grillen. Ja. Okay, ihr Grillspieß. Ich muss auch auf meine Eier aufpassen, ja. Mami. Guck. Mhm. Ich muss hier aufpassen. Leute, jetzt bin ich Kamera und Koch in einem. Und muss Mami auch noch gleich filmen. Wie heißt das? Multi-Talent. So, wenn die Eier ein bisschen angestockt sind, dann könnt ihr sie anbraten. Ja, Rina, Mami ist noch nicht fertig mit Ananas. Das ist der dritte Trick. So. Zeigen, dass, wenn sie so. Und dann so, so. Und dann, so, haben Sie das schon. Ja. Ja, und so, dann kann es gleich so fertig. Seht ihr? Mhm. Voll der coole Trick. Seht ihr? Gell, wenn man den Kopf abgeschnitten hat, mhm, dann einfach mit dem Grillspieß, ja, in den so Kopf rein und wieder in die Ananas reinstecken. Gell? Ui, Molin. Kapanku, komm her. So. Genau, Lumbrel, eine Ananas mit Geheimfach. Richtig. Richtig, Lumbrel, guck, da ist Geheimfach. Ja, das ist da. Promotion. Ich habe viel, viel Trick, aber nicht immer zeigen. Genau, Leute, beim Zoom Live Cooking, ne? Da werdet ihr dann noch mehr Tricks und Tipps erfahren. Was man so in den Rezeptvideos, was dann manchmal zu lang wäre oder was wir dann vergessen, das gibt es dann alles auch beim Zoom-Kochkurs, gell? Also, was noch? Mami hat gerade gesagt, dass es ein Charme ist, wenn man kochen kann, sowohl bei Männern als Frauen. Das macht sexy, gell? So, dann kommt jetzt Schinken rein, Leute. Soll ich? Ja. Oder soll ich Kamera? Ja, mit Kamera. Jetzt kommt Schinken rein. Dann wird Schinken hier mit angebraten. Und dann, was noch? Dann würzen wir direkt. Und zwar mit Austernsoße. Ja, vor allem bei Männern. Das stimmt, wenn Männer kochen können, ist das schon sehr sexy, gell? Da freut sich jede Frau darüber. Oh, guck mal, jetzt haben wir 33 Zuschauer und 33 Daumen hoch. Dankeschön. Das lohnt sich für mich, Freunde, das habe ich Technik zeigen. Ja, Geheimtechnik. Habt ihr gehört? Mami ist ganz und stolz noch wegen dem Trick. Currypulver, Pongari. Pongari, sag mal Bescheid. Mami muss jetzt
Currypulver reinmachen. Ich muss hier den Chef. Ich bin Chef und gebe Befehle. Und wie viel? Erstmal, wie viel hast du jetzt reingemacht? Zwei Teelöffel. Zwei, okay. Ja. Und was noch? Dann warte, ich komme wieder zur Pfanne. Pfeffer. Mami, hier ist Pfeffer. Leute, ich bringe die Kamera erstmal kurz zurück, weil ich muss Frühlingszwiebel schneiden. Ja. Denn ich habe vergessen, Frühlingszwiebel zu schneiden. Warte, Entschuldigung, wenn es gleich wackelt. Ich muss das hier befestigen. Kochte Liebe. So. So. Genau, und wenn ihr jetzt Chili oder Paprika habt oder Peperoni, dann könnt ihr das jetzt auch reinmachen. Ich schneide jetzt Frühlingszwiebel noch und bringe Mami gleich Frühlingszwiebel. Also wenn ihr Chili und Paprika habt, rein damit jetzt, gell? So, jetzt kommt Frühlingszwiebel rein. Habt ihr Leute? Wie weiß ich, sind wir kocht mit uns? So, warte, ich komme wieder rein. Oder ist es euch zu chaotisch? So, jetzt kommt Ananas. Die Ananas, die wir vorhin in Stücke geschnitten haben, das kommt jetzt hier rein. Aber das ist auch lecker. Und die Rosinen, Leute. Wer keine Rosinen mag, kann Rosinen weglassen, gell? Ich liebe Rosinen. Ich finde dieses Rezept, dieses gebratene Reis mit Ananas, das ist voll Thailand-Feeling pur. Wo ich das gemacht habe und der Ragnar hat es gegessen, war der Ragnar auch, hat gemeint, boah, da denkt man direkt, man liegt in Thailand am Strand mit dieser Ananasschale noch. Das ist wirklich Urlaubsfeeling. So, Rosinen sind drin, Ananas drin, jetzt kommt Reis da rein. Kommt ihr mit, die mitkochen? Mami, so schnell. Ich hoffe, es ist euch nicht zu chaotisch. So, Reis kommt hier rein. Ich muss wieder die Hitze anmachen. Und dann braten wir den Reis hier unter. Also wir braten alle Zutaten miteinander an. Okay. Entschuldigung, Leute. Ich denke dann manchmal, dann habe ich Thailändisch und Deutsch gleichzeitig im Kopf. Und dann macht mich das ganz wuschi-wuschi. Das ist live kochen. Ihr könnt auch sagen, was ihr euch wünscht als erstes Gericht, was wir für Zoom-Kochkurs machen. Also ich habe verschiedene Sachen gedacht. Wir können zum Beispiel Pad Thai machen, wo wir Pad Thai-Soße selber machen und im Anschluss direkt danach Pad Thai braten. Wir können auch mal zusammen Currypaste selber machen und im Anschluss dann ein Currygericht kochen. Und ich möchte beim Zoom-Live-Kurs auch vor allen Dingen ausgefallene Thai-Rezepte mit euch machen. Also die Rezepte, die jetzt nicht so, sag ich mal, so bekannt sind hier in Deutschland, ne? Damit ihr dann auch wirklich so ein paar Special-Gerichte drauf habt, gell? Wenn ihr Lust habt. Es gibt so viel andere aus dem Land essen, aber es gibt so viel die europäische oder kann man nicht essen. So, boah, wir haben gestern so ein leckeres Red Curry Gericht gekocht, Leute. Das haben wir zum Glück als Rezeptvideo gedreht, ne? Ja. Frag Mami, mit so einer Spezial am Pilze Champignon Art. Das kommt bald als Rezeptvideo. Ich habe das innerhalb von 10 Minuten habe ich das so aufgemampft. Das war mega lecker. Leute, jetzt kommen Cashewnüsse hier rein. So. Ich mache extra viel Cashewnüsse rein. Dann mache ich hier schon Hitze aus, Leute, weil wir sind fertig. Gell? Das Braten an sich geht super schnell. Super gut mit dem Salz.
passt genau so. Das Braten an. Genau, wir haben, ihr habt gesehen, wir haben dunklen Reis genommen, Vollkornreis. Vollkornreis mit Riceberry-Reis. Riceberry kennt ihr, ne? Habe ich euch mal vorgestellt. Mama und ich lieben Riceberry. Riceberry ist schwarzer Jasminreis. Ich probiere kurz. Ihr könnt auch jederzeit nachwürzen. Wenn ihr merkt, ich mag lieber noch ein bisschen salziger, dann macht ihr mehr Geschmack. Austernsoße rein oder helle Sojasauce oder Fischsoße, wie ihr mögt. Jeden hat andere Geschmackszunge. Der Ragnar macht zum Beispiel noch immer Zitrone dazu. Ne? Oder mehr Pfeffer, wenn ihr wollt. Aber ich finde es bei uns jetzt sehr lecker. Gell? Essen mit. Andere ist schon fertig. Mona, Mami ist schon fertig. Fertig, oder? Lecker? Bladenreis. Andere, wo kocht mit, ist es fertig. Seid ihr fertig? Mhm. Gleichzeitig wie wir. Leute, und wenn ihr das kocht, vielleicht wenn ihr das bei Facebook oder bei Instagram dann postet, markiert uns unbedingt, gell? Bei Instagram @moriginalthai, bei Facebook auch gerne Morina Sisombul moriginalthai. Und dann sehe ich nämlich die Bilder und dann kann ich das auch reposten. Oh la la. Ja. Kann mir nicht stoppen. Außerdem. War das so deftig? Aber dann durch dieses fruchtige Ananas. Übrigens, wenn ihr Pech habt und die Ananas ist nicht süß, ne, könnt ihr auch noch brauner Zucker oder Kokosblütenzucker oder Palmzucker reinmachen. Ich lese mal, was ihr geschrieben habt. Mami, esse. Thai Mike, hallo zusammen. Leider komme ich immer zu spät. Naja, Bodo geht vor. Das kann ich verstehen, Leute. Bei Mami geht Krümmelchen auch immer vor. Lungbrio, jeweils das Nationalgericht aus 5 verschiedenen Thai-Regionen. Zum Beispiel Khao Soi für den Norden etc. Das können wir machen. Mhm. Ja. แต่เมืองไทยเรามี5 regionsนะ มีอะไรบ้างอ่ะก็มีเหนือใต้กลางอีสานก็แค่สี่นี่อือฮะมันจะมีไอ้นี่ไงตะวันออกทั้งภาคทั้งจันทบุรีทั้งระยองอ่าอ่าฮะ Holger kochen habe ich schon vor über 40 Jahren in der Schule gelernt. Sexy habe ich mich nie gefühlt dabei. Aber ohne Kochen wäre ich in meine Ehe verhungert. Also reiner Selbsterhaltungstrieb. Sehr gut, Holger. Ich habe auch, wenn ich im... Lumbria, ja klar, Holger, bist du sexy, das stimmt. Wie heißt es denn? Primary School ist in... Bevor Gymnasium gehen, wie heißt das? Grundschule. Ja, wir müssen lernen, wie kochen. Curly... Grüner Curly, rote Curly. Und dann mal bei uns noch, gab es noch nicht Tom Yum. Und dann meine Schwester, sie muss auch lernen und kochen. Und was macht meine Schwester? Meine Schwester gar nicht gut kochen. Das stimmt. Ja, bis heute zu Tage meine Geschwister. Keiner von denen, gell? Mein Bruder. Der Bruder ja, aber die weiblichen. Mein Bruder ist von mir geerben, weil ich habe meine jungen Bruder. Also, und dann, wie meine Schwester kocht, ich erzähle die Geschichte von meiner Schwester. Wir haben Kokosnussmilch, aber meine Schwester hat Kokosnussmilch und das hat 1 Liter nur pur Wasser hinein. Schmeckt wie Wasser. Und dann geht nicht weiter bei ihr, kannst du was sagen. Aber ich nicht, weil ich immer liebe, sein Kind war kochen, Gemüse und also Pflanzen auch mit lernen bei Schule damals. Ja, ja, das stimmt. Und dann zu Hause auch lernen von Oma, Opa, Kinder lesen zu Kinder lesen.
Und ihr wisst ja, Mami hat schon als Kind angefangen, für die ganze Familie zu kochen. Ne? Und damals, wie gesagt, alles aus diesem Holzkohle. Ja. Gell? Ja, bis der Reis mal fertig war. Ja, Leute, saß Mami eine Stunde von diesem Holzkohle-Ding. Man muss Reis gleich backen, fertig. Und dann fangen sie zu kochen. Oh, schön, wunderschön. Ich zeige euch ganz hübsch, Molina. So, schön, da kann man auch schön eine Foto machen. Warte, ich zeige euch gleich. Guck, Leute, seht ihr? Karpatzabrot, gebratener Reis mit Ananas. So schön, oder? Das ist voll Mund schmeckt, Augen schmeckt. Auch mit dieser Krone hier oben, gell? Und dann mit den Cashewnüssen, mit fruchtigem Ananas. Boah, ich hoffe, es duftet bei euch jetzt auch so gut. Noch nicht weg, Molina. Also, wenn sie möchte, wir am Urlaub. Ein Orchidee, so Deko. Ja. Ja. Mach mal Hände, ne? Also, ja. Mit dem Orchidee, so. Boah, Mami hat gerade eine Orchidee geopfert, Leute. Ja. Guck. Für euch extra. Für euch hat Mami eine Orchidee geopfert. Gell? Idee hatte so. Das ist genauso wunderbar für heute. 30 Grad. Ja. Und wenn man im Sommer ist, dann los. Gell? Das ist voll Sommerfeeling. Rüdiger, gehst du schon? Habt alle einen schönen Sonntag. Schub für alle. Rüdiger, ich wollte zeigen noch ein. Rüdiger, bleibt noch ganz kurz da. Mami zeigt noch hier zum Muttertag. Zeigt euch Mami Fotos von uns, von früher, weil das hat euch ja das letzte Mal gefallen, ne? Mhm. Und da zeige ich euch eines der Lieblingsbilder von Mami und mir. Pass auf. Seht ihr das? Guck, Mami und ich. Das ist Molina Geburtstag. Das war damals an meinem Geburtstag, ja. Und dieses Foto, Leute, hat der Ragnar als Handy-Hintergrund bei sich, wo manche Leute schon denken, ich wäre Mami und hätte hier ein Kind. Und wisst ihr, was Ragnar auch immer sagt bei diesem Bild? Ragnar sagt immer, guck mal die Gnocchi-Nase. Seht ihr meine Nase? Es sieht aus wie ein Gnocchi. Das tut es bis heute immer noch. Aber damals war das viel goldiger. Süß, gell? Und jetzt zeigen wir euch noch ein Foto von Mami. Da war Mami alt. Ich glaube, da war Mami 25, 26. Und guckt euch bitte mal an. Mami sah aus wie Pocahontas. Und wisst ihr, wo das Foto gemacht wurde? In Lumpini Park in Bangkok. Ja. Gell? Mami sieht voll aus wie Pocahontas. Mit schönen, langen, dichten Haaren. Mami hat bis heute immer noch so wunderschöne Haare. Rüdiger, du bist noch da, dann hast du gesehen, oder? Hast du mein Foto gesehen, Rüdiger, mit meiner Gnocchi-Nase? Hast du gesehen? Lumpi hat geschrieben, das könntest du auch sein, Mo. Lumpi hat genug gedacht. Dankeschön, Kulum, das freut mich sehr. Weil ihr wisst ja, ich finde ja, dass Mami eine wunderhübsche Frau ist. Und das nicht nur, weil sie meine Mami ist, sondern auch so. Aber wenn sie nicht meine Mami wäre, wäre ich voll neidisch. Ja. Aha. Ich sage, diese Frau ist so hübsch. Leute, Mami und ich hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Ich werde dann die nächsten Tage eure Kommentare durchlesen. Sagt unbedingt nochmal, welche Uhrzeit außer 11 Uhr noch für euch gut wäre für den Livestream.
Und sagt auf jeden Fall, genau, ich sehe ja dann, wer von euch Lust hat auf Zoom-Kochkurs, gell? Und dann machen wir das auf jeden Fall. Ich habe voll Bock drauf. Ich will euch live sehen. Ich will auf eure Teller, auf eure Pfanne gucken können, so dass ihr wirklich 1A perfekt lernen könnt, gell? Und das war's dann schon für heute. Dendela Hedwig, wa? Sollen wir noch irgendwas vortanzen? Dendela Hedwig, Pengelei. Weiß ich auch nicht. Kahilua, ja. Wir haben, Leute, das ist ein, wie nennt man das? Ein Glücksbringerlied auf Thailändisch. Und das habe ich euch schon mal vorgesungen. Dieses Lied heißt, mögest du reich werden. Und zwar reich an Gesundheit, reich an Lebensfreude, reich an alles, an positive Energie. Weil ihr eben genauso diese positive Energie anderen Menschen gibt, soll das zu euch zurückkommen und euch quasi erheben. Ne? Und das Lied geht so. Kohai ruai, kohai ruai, tima shui ngan bun wadi. Hey, shok di, suka sempre empri. Kohai ruai, kohai ruai. Ne, kohai ruai. Möget ihr reich sein an Liebe, an Lebensfreude, an Gesundheit. Alles Liebe und Gute, was ihr uns gebt, kommt alles doppelt und dreifach zu euch zurück. Gell? Öffnet euer Herz, nehmt es auf. Wir haben eure Liebe empfangen. Dankeschön, dass es euch gibt. Macht euch einen wunderschönen Sonntag. Ganz liebe Grüße an alle eure Mamis, gell? Seid ihr noch da? Soll ich kussen, Molina, für euch? Gerne mache. Bye-bye, Swadika. Genau, wenn ihr die Fotos irgendwo postet, denkt dran, markiert mich. Ich will das eure Hausaufgaben sehen. Gell? Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht heute. Genau. War ein bisschen chaotisch, oder? Nein, nie chaotisch. Holger, mach dir keine Sorgen um das Älterwerden, liebe Mo. Du bleibst so hübsch wie deine Mami. Holger, genau das habe ich gesagt. Immer an meinem Geburtstag sage ich, ich mache mir gar keine Sorgen um Thema Alter, weil ich sehe es bei meiner Mami. Okay, ich war nicht ganz so brav wie Mami, ne? Aber trotzdem mache ich mir keine Sorgen. Ihr auch nicht, Leute. Schön, Mami sagt immer, Ausstrahlung von innen, Charisma, das ist das Wichtigste. Gell? Dankeschön, ihr Lieben. Dann gehen wir. Oder gehen wir noch nicht? Sollen wir noch nicht gehen? Noch nicht gehen? Ich warte. Ja, man merkt es. Dankeschön. Und Janis, dankeschön, dass du an mich gedacht hast. Gell? Das hat mich von ganzem Herzen gefreut. Dankeschön, ihr Lieben. Bis bald. Wir sehen, schreiben, quatschen bald. Passt gut auf euch auf. Bye-bye. Kohai ruai, kohai ruai. Tima shui ngan bun van ni. Hey, shok di, suka sempre empri. Kohai ruai, kohai ruai.